Bist du da? Nee. So, letzte. So, was war das? Oben wieder Parkplatz und Schließfächer für Motorräder, aber man kam nicht weiter hoch. Und dann hieß es 23 Euro pro Nase. Hätten wir sicherlich bezahlt, wollten wir ja auch machen. Das EC-Kartenlesegerät bei denen gerade kaputt und ich habe nicht mehr so viel Bargeld dabei. Insofern, Satz mit X, das war wo gar nichts. Also fahren wir jetzt weiter. Ja, schade eigentlich. Tag heute zum Fahren. Wir haben uns noch eine etwas längere Strecke rausgesucht, beziehungsweise Georg hat uns das empfohlen, seine Lieblingsstrecke zu fahren. Übers Rossfeld, ins Salzkammergut. Ja, das machen wir jetzt. Ich meine, es ist ein super schöner Tag. Richtig klasse. Wenn die Strecke dann genauso klasse ist. Ja, so gehen 2 Wochen Urlaub dann doch relativ schnell rum. Und morgen geht es dann nach Hause. Wir sind jetzt hier am Hochkönig, das ist so die Hochkönigstraße. Geht nach Dieten. Ich glaube eben ein Schild gesehen zu haben, dass die Straße irgendwie gesperrt ist. Das werden wir dann mal sehen. Weil da ist eine Baustelle, das weiß ich, als wir da jetzt drunter gekommen sind. Also halbseitige Sperrung drin, müssen wir mal sehen, ob wir da durchkommen. Polizei. Ja, Job und Hobby miteinander verbinden, das ist natürlich das Größte, ne?
vor allen Dingen, das Ding ist nur laut, ne? Wieder beide Kameras ein bisschen zur Saison gebracht. Die 7er braucht echt ein Update, weil die macht immer mal wieder Sprenzchen. Also die hängt sich gerne mal ein bisschen auf. Aber egal, jetzt funktioniert's. Die Autobahn da oben. Geht die Autobahn wieder weg. Das ist eine ganz coole Strecke hier. Dass wir jetzt zwei Autos vor uns haben, ist außergewöhnlich. Sehr viele Motorräder. Und hier auf dem Schild steht Lammertal, Abentau, also die Richtung. Ist echt schön zu fahren hier. Also bis jetzt eine wirkliche Empfehlung. Die ganzen Streckenbeschreibungen, so der Blog der Tagestouren, ist auch auf der Seite. Das Logo habe ich auch eingeblendet. Wie ihr das findet, dort müsst ihr auf den Bereich Motorradtrips gehen und dann findet ihr das alles. Da sind auch noch ganz viel mehr Informationen über die anderen Trips, die wir so gemacht haben mit dem Motorrad. Ob das ins Dreiländereck war letztes Jahr die Schwedentour, die Offroad-Tour oder auch Schottland. Da habt ihr auch die entsprechenden Verlinkungen jeweils zu den Videos, die ich gemacht habe. So, wir kommen jetzt nach Lindenthal, danach geht es rechts weg nach Rusbach. Das ist hier wohl alles schon Dachsteingebiet. Schaut euch einfach mal die Karte an, die ich auf der Homepage dazu gepackt habe. Da könnt ihr es genau sehen, wie die Strecke verlaufen ist.
Ist schon ein schönes Fleckchen Erde hier. Das soll wirklich sagen. Ich finde es total klasse. Oh, hier ist was gesperrt. Naja, es kommen welche hoch. Ja. Erstklassige Strecke. Richtig klasse. War der Pass Gstüt, gerade über den wir gefahren sind. War oben nicht so spektakulär, aber die Aussicht eben hier beim Runterfahren, die nehme ich jetzt mal mit für euch. Wenn ich mich nicht täusche, kommen wir jetzt zum Altstädter See runter. Deswegen kann man noch nichts. Wo der eigentlich hier hinter den Bäumen sein müsste. Ja, da unten. Jetzt sind wir am Wolfgangsee, man kann so ein bisschen durch die Bäume. Ja, jetzt geht's. Kann man sehen. Ja. Das sieht schon toll aus, aber ist halt touristisch erschlossen alles. So. Na, das ist ja ganz spannend hier. Jetzt waren wir gerade essen und haben eigentlich abgekürzt. Wow, das geht aber echt tief runter hier. Ist die wenn ich mich nicht verlesen habe, die Stubachklamm. Mhm. Wir haben abgekürzt, wie gesagt, und
wollte das Navi hier reinfahren, so oben an der Kreuzung. Und ein bisschen abkürzen. Jetzt fahren wir hier schon 4 Kilometer durch den Wald. Jetzt eben an dieser Klamm vorbei. Zufällig gefunden. Cooler Weg. Klasse. Hier wohl ein bisschen was zusammen. Aber regnet wird es nicht, weil wir Regenklamotten dabei haben. Da regnet es auch nicht. Das ist mir ein bisschen seltsamer. Wir haben jetzt noch 100 Kilometer zu fahren. Abgesehen von einem Abstecher am Wolfgangsee sind wir auf der falschen Seeseite gefahren. War die Strecke echt klasse. Auch das hier wieder. Keine Ahnung, wie der sie jetzt heißt, aber diese Uferstraße entlang zu fahren, das ist echt grandios. Ja, das sind so die letzten Bilder für heute. Ich glaube, wir sind hier in der Salzachklamm. Und wenn wir Pech haben, kommt noch was von oben. Dann müssen wir die Regenpille doch noch rausholen. Es hat eben schon ein bisschen getröpfelt. Müssen wir mal sehen. Auf der Teil der Strecke cool zu fahren. Das ist auch das erste Mal, dass wir überhaupt einen Schauer reinkommen während der ganzen 2 Wochen. Wir haben immer Glück gehabt und waren, abgesehen von einem Tag beim Wandern, immer so rechtzeitig zu Hause, dass wir nichts abgekriegt haben. Aber so tröpfelt das nur so ein bisschen. So, jetzt geht es nochmal auf den Hochkönig rauf. Ich habe mich jetzt gegen den Vorschlag vom Navi entschieden, anders den schnellsten Weg zu fahren. Wir haben jetzt ohnehin Regenklamotten an, es ist erst 3:45, also 160 Kilometer zu fahren. Insofern können wir die Landschaft die bessere Strecke fahren. Jetzt auch. Das machen wir jetzt auch. Ja. Die Kamera wird gleich ausgehen, der Akku ist leer. Und das war es dann auch für heute. Ja, war ein
geiler Urlaub. Kann man wirklich so sagen. Zwei tolle Wochen in der tollen Gegend. Viel gefahren, einigermaßen. Auch mal so einigermaßen oft auch so mal unterwegs gewesen, wandern oder was anderes gemacht. Genauso soll das sein. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mitzufahren. Wie gesagt, wer Fragen hat, meldet sich gern. Ich versuche das dann, so gut es geht, dann auch zu beantworten. Ja, in dem Sinne, bis bald. Würde mich freuen, wenn wir uns hier sehen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo, auf jeden Fall, aber auch über einen Daumen hoch. Macht's gut, bleibt sitzen und bis bald. Ciao. Ja, das Bild wollte ich dann doch nochmal mitnehmen. Auf dem Hochkönig. Der Rennklamotte haben wir wieder ausgezogen, weil die Sonne ist wieder rausgekommen. Und wir hätten alternativ noch einen Aufguss machen können, aber das wurde echt zu warm in den Klamotten. So, 1400 Meter. Das war die Passhöhe. Oh, da hinten ist auch dunkel. Na, Daumen drücken, dass wir nicht noch wieder einplündern müssen.